Also hier in der Ateliergalerie Roland Puschitz, die es mittlerweile jetzt seit März letzten Jahres gibt, habe ich versucht, die Künstler, die ich unterstützen möchte, noch inniger zu unterstützen. Ja, seit 1996 versuche ich hier eigentlich Künstler zu fördern, direkt zum Teil aus den Akademien zu finden oder so aus dem Umfeld, aus dem Freundes- und Künstlerumfeld zu finden und denen zu helfen, ob es jetzt sei, zu Galeristen zu bringen oder zu Sammlern zu bringen, Verbindungen zu schaffen, Synergien zu schaffen. Und jetzt eben seit fast eineinhalb Jahren hier mit den eigenen Räumlichkeiten in der Ateliergalerie Roland Puschitz in der Sechshauser Straße 116. Hier versuche ich jetzt jedes Monats ohne Unterbrechung eine Ausstellung zu organisieren, die dann meistens so um die fünf Wochen dauert, fünf bis fünfeinhalb Wochen dauert. Und jeder Künstler hat die gleiche Zeitmöglichkeit, hier auszustellen und die Objekte oder Bilder zu präsentieren. Im Prinzip bin ich zur Kunst gekommen. Aus persönlichen Gründen, weil ich mich verbal nicht so wirklich artikulieren konnte oder wollte mit ca. 18 oder 17 Jahren und habe dann angefangen mit Aquarell auf Papier zu malen und habe damit meine Gefühle oder meine Emotionen, die ich nicht als Jugendlicher halt nicht preisgeben wollte, heimlich gemalt mehr oder weniger und habe mich so in der Kunst wiedergefunden durch viel Musik. Beziehungsweise Filme und damals auch Computerspiele und andere Künstler kennengelernt und Bands, habe mich dann in der Malerei wiedergefunden, habe dann mit Liebe und Leidenschaft heimlich meine Malerei noch versteckt, beziehungsweise bin dann irgendwann mit Anfang 20 auf die Universität für angewandte Kunst gegangen, beziehungsweise habe das Aufnahmeritual dort versucht und abgeschlossen. Habe dort meine Malereifähigkeiten mehr oder weniger perfektioniert oder für mich perfektioniert im Selbststudium und auch einiges von den Professoren dort mitbekommen natürlich, das waren auch gute Mentoren und für mich ist die Kunst immer noch ein Ventil, um mich auszudrücken und die Welt darzustellen aus einer Sicht, die vielen vielleicht was, weiß nicht, grotesk erscheint, aber ich denke mal, man kann den Betrachter mit sowas schon auch die Augen öffnen und vielleicht hinter die Fassaden blicken, beziehungsweise so wie ich mir denke, wie es vielleicht hinter den Fassaden noch aussehen könnte. Natürlich sind viele emotionale Dinge von mir persönlich auch drin verarbeitet oder die Umwelteinflüsse, die mich halt prägen und beeinflussen. Und herausgekommen ist dann am Endeffekt dieser Stil, die neuesten Arbeiten, hat vor 10, 12 Jahren natürlich auch noch komplett anders ausgeschaut. Man wandelt sich von Jahr zu Jahr ein bisschen oder wird in seiner Sache perfekter, sage ich jetzt einmal, oder ausgefeilter. Die Themen sind nicht immer dieselben, eh klar. Jetzt im Lockdown habe ich mich auch wieder sehr viel beschäftigt mit Theorie sowie Chaos und Ordnung, um was es auch in meiner Ausstellung stark geht. Habe sehr viel gemalt, sehr viele Skulpturen auch gemacht. Und der Chaosstern, den manche kennen oder manche auch nicht, kommt mehr oder weniger aus dem, was ich weiß, Science-Fiction-Genre, ist von einem Autor erfunden worden, wie der jetzt heißt, weiß ich nicht. Habe den Chaosstern aber im Großen und Ganzen für mich selbst interpretiert, weil er an sich keine Bedeutung hat. Und das kann man in vielerlei Hinsicht interpretieren, dieses Bild, ein Einhorn in einer Arena, im Hintergrund die Menschenmassen, erinnert an den spanischen Stierkampf und die Symbolik ist auch, also Schwersymbolik ist dahinter, dass die Menschheit, finde ich, immer den Drang hat, alles Schöne oder alles, was halt da ist und frei ist, zu zerstören oder zu bändigen. Auch hauptsächlich natürlich für sich, für seine eigenen Werte und Vorstellungen. Also das Bild ist Öl auf Leinwand, heißt nicht von hier. Astronaut hat eigentlich, ist mehr oder weniger, aber ja auch eine Metapher für mich selbst als Künstler, weil man sich als Künstler oft in dieser Welt oder Gesellschaft nicht wie von hier vorkommt
oder jeder, der, weiß ich nicht, kreativ ist oder nicht das macht, was jeder ihm sagt, wird vielleicht wissen, wovon ich spreche. Im Hintergrund sieht man die Tür, die kaputt ist. Draußen ist es recht hell und schön, drinnen eher marode und kaputt. Aber die Figur, der Astronaut oder Taucher, für mich ist es eher ein Astronaut in einer anderen Welt, hat sich lieber in den dunklen Keller zurückgezogen, um dort für sich allein zu sterben. Also von den Objekten her ist das einmal was ganz anderes zu den alten Sachen. Es ist, sage ich einmal, unter Anführungszeichen mal etwas Schöneres, Älteres und nicht trashig oder steampunkig oder mit irgendwelchen Embryonen. Werde ich wahrscheinlich jetzt nicht laufend so machen, aber es war einfach mal ein Weg, eine andere Ausdrucksweise. Ich finde nämlich, so wie das Ei ausschaut, hat es auch sehr viel mit Chaos und Ordnung wieder zu tun, weil an sich ist es im Gesamten von der Malerei her recht ungeordnet, aber jedes einzelne Ding, wenn man es sich genauer anschaut, hat doch wieder eine eigene Struktur und Organisation, sage ich. Aber eine Zeit lang waren das mehr oder weniger die Hauptdinge, die ich gemacht habe, 2-3 Jahre lang. Sind auch ganz, ganz gut angekommen, weil sie interessant für die Leute sind, weil es was Haptisches ist und ein bisschen was Greifbareres. Hat dann auch bei meiner Diplomausstellung wieder ein bisschen einen, wie soll ich sagen, philosophischen Hintergrund gehabt. Aller weg von der Leinwand, rein ins Haptische. Aber ich dachte mir einfach auch, um mir selbst oder anderen zu zeigen, man kann auch ein bisschen was anders oder vielleicht sind die Bilder sogar ein bisschen, weiß ich nicht, kommerziger, leider. Aber es ist vielleicht einmal ein niedlicherer Teil von Mr. Chaos, gibt es ja wahrscheinlich auch immer wieder. Es ist entstanden vor dem Ukraine-Krieg, aber ich habe da eine Band mal gehört und in einer Textpassage ging es eigentlich auch um den Krieg. Und da war der Vergleich oder die Metapher von, ist ein Engel über der Stadt? Nein, es sind Bombeneinschläge. Und ich dachte mir, das passt irgendwie super in die Zeit, auch was zum Beispiel Religionskriege betrifft. Mama, halt, zuschauen! Ich bin jetzt seit 2016 schon da. Schon davor, das ist ja Wahnsinn, das ist ja alles nicht mehr wahr. Ja, ich habe mich einfach in dieses Haus verliebt. Es ist kein Wunder, wenn man sich ja umschaut, wie schön das alles ist. Also wirklich so ein Traditionshaus. Wir feiern das auch, wir zelebrieren das. Wir haben ja die 110 Jahre groß gefeiert vor ein paar Jahren. Und das ist schon so, das hat schon einen besonderen Stellenwert in dieser Stadt und das macht so Riesenspaß. Und mit diesem Stegreif sind wir natürlich einzigartig. Es gibt es ja angeblich in ganz Europa nicht mehr. Wir sind die Letzten, wir sind auch immaterielles Kulturerbe, haben wir dafür bekommen für das Stegreifspiel. Und auf das sind wir natürlich sehr stolz und das ist natürlich auch ein großer Auftrag. Wir haben jetzt aber das Programm weiterentwickelt. Wir haben sehr viel Musiktheater auch, also heuer gerade mit einer neuen Produktion, wir kommen ein bisschen mit nach Italien. Also Schlager der 50er und 60er Jahre zum Mitschunkeln, zum Mitsingen, unser einfach Wohlfühlprogramm. Wir haben Charlie Stante, auch ein Musiktheaterstück, großartig, schon im dritten Jahr her. Und wir sind immer gut verkauft, also das ist auch so ein Renner. Und wir haben Stegreif 2.0, da haben wir ein bisschen probiert, so eine Mischung zwischen Musik und Stegreif. Und das funktioniert auch seit 3 Jahren hervorragend und auf das freuen wir uns heuer auch sehr. Da haben wir nächste Woche Premiere am 21. Juni. Alexander Göbel zum Beispiel da und Konzerte auch hier und wir haben Kabarettisten da. Also so ein gemischtes Programm und gestern haben wir ganz eine lustige erstmals probiert, Wow! Eine Show aus dem Radio Wien mit Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Und das war ein riesiger Erfolg. Also das ist ein schönes Format, das man auf der Zaunerbühne spielen kann. Natürlich auch alles Stegreif und das war sehr, sehr gut gestern. Uns trifft man hier an. Oder Herr Spielleiter hat sicher selber Erwartungen. Ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsamer Abend. Ich merke, unsere Stimmung ist halt sehr drüber, was gut ist für Stegreif. Hier sitzt ein Politiker, hier sitzt ein Polizist, das erwartet uns rollentechnisch heute. Und es gibt also Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Handlungsstrang gibt es, und das ist ja das Wesen oder das Merkmal an Stegreif. Bitte erzähl das du. Soll ich das sagen? Ja. Eben im Gegensatz zu anderen Improvisationstheaterformen haben wir einen Rahmen, wir kennen die Geschichte. Also das ist auch kein Geheimnis, oder wir wissen, was wir spielen und wie es ausgehen wird. Wie wir es spielen, das entscheidet man im Moment. 8 Stegreif-Klassik-Produktionen gibt es heuer. Ja, du bist in 8 dabei, ja. Ich bin in 7 dabei. Dann sind wir bei den Römern. Zustand wie im alten Rom. Beide dabei. Du bist noch bei Charlies Tante dabei. Und bei, um Gottes Willen, 3 Engel für Chauner gibt es heuer. 3 Engel für Chauner, da sind wir auch beide dabei. Stegreif 2.0 ist das, ja. Und du bist noch bei der Eröffnungsproduktion des heurigen Jahres dabei.
dem fulminanten... Ach, komm ein bisschen mit nach Italien, da bin ich nicht auf der Bühne dabei. Aber da durfte ich im Hintergrund mitarbeiten und ein bisschen dem Regisseur Markus Richter zur Seite stehen, ja. Markus, was haben wir denn heute zum Erwarten beim Liebertstal? Heute Freudenhaus im Liebertstal. Ich darf den Multimillionär Herrn Van der Gelder geben. Einen Designer, was er designt, ist stegreif. Man darf gespannt sein, was er heute designt. Und der spielt eine nicht unerhebliche Rolle im Freudenhaus. Alle überleben es nicht, so viel darf man schon spoilern, ja. Oder? Aber wer es nicht überlebt, werden wir nicht verraten. Ja, also ich bin Hausprostituierter im Liebertstal und der Rest... Die behalte ich auch für mich. Also wenn man bei Stegreif bleibt, wir spielen beide im Freudenhaus, in der Märchenproduktion Es war einmal. Mord in der Wurlitzer Gasse. Spielen wir auch beide. Das graue Rössel. Ja. Salon Pitzelberger. Genau. Und ich spiele dann noch mit in Beziehungsweise. Und dann dürfen wir heuer jetzt, wenn wir bei den Musiktheaterproduktionen sind, kommen ein bisschen mit nach Italien erwähnen, genau. Und die Wiederaufnahmen Charlies Tante und Zustand wie im alten Rom. Georg Hasenzagl immer in gewichtigen, tragenden Rollen. Ja, und man muss ja auch noch erwähnen, dass Charlies Tante heuer wieder Singalong ist. Genau. Nein, ich bin die Puffmutti. Polizei ist irgendwie... Ermitteln. Wir ermitteln. Ich muss natürlich für Ordnung sorgen und dass alles glatt läuft, ne? Ich habe die Oberaufsicht beim Ermitteln. Oh, also quasi Kriminalbeamter. Meine Chefin, ja. Genau. Und ich spiele das Freudenhaus. Das Freudenhaus. Ganz allein. Genau. Ich das Freudenhaus. Nämlich alle. Nein, ich spiele alle Damen, spiele ich. Ja. Genau. Alle Damen. Wir sind im Dienstleistungsgewerbe, ja. Ne? Genau. Ja. Notfalls ein, aber im Prinzip lasse ich schon meine Pferderl rennen, ja. Ich suche mir natürlich aus. Was ich will. Na, ich bin die ganz frisch von der Polizeischule gekommen ist. Also ich bin ganz frisch, jungfröhlich und ich freue mich, dass ich einen Mordfall aufklären darf. Und ja, ich bin in Bierstücken drin, im Freudenhaus vom Lippertsackal, was heute gespielt wird. Mord in der Wurlitzer Gasse, das Märchenstück, wie heißt das Märchenstück? Was war einmal? Dankeschön. Und Lady Power. Ja, auch ein neues Stück. Ja. Ein neues Stück. Genau. Das wird cool. Wie geht's da weiter? Ich spiele in Beziehungsweise. Auch in Lady Power spiele ich mit. Dann noch im Salon Pitzelberger. Ich spiele mit beim Pitzelberger, ich spiele mit im Märchen, also bei Was war einmal, bei Beziehungsweise, bei Lady Power. Bei alle eigentlich, bis auf das, wo die Herren das Duo spielen. Was gibt's noch? Mord in der Wurlitzer Gasse. Genau, da habe ich gleich zwei Rollen. Das Rössel, da bin ich die Wirtin. Ich mache hier das Freudenhaus vom Liebertstal und ich mache Mord in der Wurlitzer Gasse. Herr Van der Gelder? Sie kennen mich? Ja, natürlich kenne ich Sie. Woher kennen Sie mich? Sie persönlich kenne ich nicht, aber ich habe schon alles über Sie gelesen. Ich kenne Ihre neuesten Kollektionen. Andere Frage, Froni, seit wann heißt du Moni? Ah ja, ich heiße Moni. Ach so,
Du bist auch mit dem Moni genannt. Naja, du bist der Arsch. Lächerlich, das klingt, bin ich der Benjamin der Band. Ja? Hier sitzt ein Gründungsmitglied, der kann da alles erzählen. Genau. Schwerpunkt war diese Fernsehserie Untouchables, die du vielleicht kennst. Die waren, sind ungefähr gleichzeitig mit uns entstanden. Ursprünglich zu siebt, damals noch Mitarbeiter Heli Deinberg, der aber nach kurzer Zeit sozusagen keine Zeit mehr gehabt hat, weil wir zu viele Auftritte hatten in kurzer Zeit. Und ich habe dann die Kollegen gefragt, ob sie weitermachen wollen ohne Heli, und das hat dann funktioniert. Dann waren wir immer zu sechst und haben uns dann im Laufe der Jahre immer mehr gesund geschrumpft, indem wir die Störenfriede aus der Band entfernt haben. Nein, also es hat sich dann so ergeben, dass wir dann zu fünft eigentlich lange Zeit weitergemacht haben, und da ist dann der Uli ins Spiel gekommen. Ich habe einen verlässlichen jungen Musiker gesucht, der am steilen Weg nach oben war. Und durch uns ist es dann gelungen. Und jetzt spielen wir auch schon über 15 Jahre, glaube ich, zusammen. Aber viel mehr. Und vertrauen viel mehr. Ich glaube 20. Und vertrauen 20. uns immer noch sehr gut. Da traut er sich sagen, Benjamin. Ist noch immer. Stimmt, weil die Band gibt es seit wie viel Jahren? 40 oder 38? 1986. Also, ja, also 1986. Na ja, dann stimmt's. Spiele ich sonst noch mit einer kleinen Combo mit dem Herbert Novacek, genannt Winter Nova Experience, wo wir hauptsächlich so Hendrix und solche Sachen spielen. Dann spiele ich mit der Betty Semper, mit Uli Beer im Tanzer Trio, mit Die Drei demnächst. Dann spiele ich mit Spektakolo, endlos. Ja, also ich sage immer so, wer sich mich leisten kann. Und so weiter. Und schon. Ja. Wir sind alle drei bei den Blues. Bam bam, bim bim bam bam, yes. Come on, baby, let's bim bim bam bam, bim bim bam bam, yeah. Come on, baby, let's. Well, bim bim means a squeal, and the bam bam means a heart. So come on, baby, please. And I'm not a little boy. If you are serious,
Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, so baby I will, baby you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed to let your conscience be your guide. Unchain my heart, baby, set me free. Ole! And he knows damn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Oh, unchain my heart, unchain my heart, you don't care about me. Got me sewed up like a pillowcase. You let my love go to waste. Unchain my heart, baby, set me free. Oh, baby, set me free. Baby, set me free. Baby, set me free. Keep on left for my baby. Oh, can't you see? When I'm away from her, it sure would drive me crazy. Whoa. Something inside of me, a rage is gone, I miss her so. I wanna tell you how I feel, just gotta let her know. When I'm alone with her, and she sends my heart up in heaven. All I see, in all my dreams, we'd be happy together, side by side. I hope that our love stays this way forever. Whoa, something inside of me, I got a feeling I won't let go. I wanna tell you how I feel, just gotta let them know. Looking through her eyes, I see paradise. No mistake, she's full of fire, like real life, right? Eyes on fire, she's my burning, burning desire. Guitar man!
to be. It's so hard for me. Yeah, it's hard to keep me from my baby. Hard to be. It's so hard for me. Yeah, it's hard to keep me from my baby. I tell you one more time that it's hard to be. It's so hard for me. Yeah, it's hard to keep me from my baby.